Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge bei Ketchup Cops. Ja, ich habe das Felten bestellt, alle vier, mit Rocken. Musste einmal was Nachschub holen. Und die vier Pferde sind nun bestellt, ne? Fertig. Ja, dann fahre ich mal zurück zum Hof, das Gerät mal waschen und den Traktor. Und direkt mal schauen. So, Dings auch mal, ne? Groß wird das hier. Zack. Aus. Jetzt überlegen. Also, wir haben noch ein bisschen Reserve drin im Tank. Macht aber nichts. Können wir mal bei Gelegenheit mal wieder verwenden. Ja, kurze Info nochmal. Falls heute jemand neu zuschaut, noch nicht weiß. Es kommen drei neue Früchte hinzu. Im März gibt es ein Spielupdate. Was Größeres. Ob da schon mit bei ist, ja, könnte sein. Muss aber nicht. Jedenfalls kommen drei Früchte hinzu: Raps, Sonnenblumen und Hafer. Was noch hinzukommt, im Laufe des Jahres, aber das ist nicht im März, kommt eine weitere Karte. Und zwar eine Karte mehr oder weniger Süddeutschland. Etwas hügeliger, sagt man so, ne? Ja, und das ist ein Gerät, kann auch noch so Geräte irgendwie. Ich vermute mal, dass hier Sonnenblumen brauchen wir ein Gerät für. Also heißt Brauch. Es gibt ja für Sonnenblumen extra Geräte. Da denke ich mal, wird sowas in der Richtung kommen. Vermute ich mal. Man kann auch Rapsstand wegnehmen, aber wie gesagt, das hier hat mein grober Fahrplan. Das müsste jetzt die schon aktualisierte Version sein. Deswegen ging man erst einmal Lenkrad nicht, wo ich lange suchen musste. Bei Steam muss man was einstellen und dann mal gucken, was weiß ich noch was. Aber da kann man den Grund finden. Da kann man auch entsprechend die ganzen Einstellungen vornehmen. So, dann am Hof angekommen. Traktor waschen. So, haben wir irgendwie Fehlermeldung heute? Hoffe nicht. Letztes Mal war es ja. Ja. Hatte ich in der ersten Folge, war ich ein bisschen verzerrt, teilweise im Spiel weniger. Aber wie gesagt, dafür eine Entschuldigung, habe ich schon gestern schon entschuldigt, falls das störend sein könnte. Ne? Also, ich stelle gerade mein System um von zwei Rechner auf einen Rechner wieder. Das ist einfach ein Grund, das Energiesparen. Grund 200 Watt weniger. Immer sind das. 21 Folgen insgesamt. Oh, Traktor ist sauber. Und da macht sich schon bemerkbar. Wenn es nicht sein muss, ne? Ja, jetzt haben wir das geschafft. Anführungszeichen. Kommen wir hier rein. Ist da Platz? Da ist Platz. Ja, steht die Option an. Eine Reparatur. Wir haben Geld noch 12.000. Wir werden mal das Gerät reparieren. Das werden wir auch gleich machen beim nächsten Mal. Wir haben schon vier bestellt. Gesamtfelder 6 Stück mit den anderen beiden Feldern im Frühling. Wäre an sich eine Reparatur sinnvoll. Ne? Ist immer die Teil oder der Teil? Und gucken wir hier rein, kurz die Tür aufgeht. Ja, ist da drüben. Da kann man durchfahren. Warum sich quälen, ne? Naja, ups, so. Weil. War da auch immer da. Da ja die Geräte ja prinzipiell jetzt Verschleiß haben, ist es ganz praktisch, wenn es sich irgendwann auswirken würde, dass wir da eine Reparatur vornehmen. Ne, dass immer alles wieder heile ist und Schuss ist. Voll tanken müssen wir ja nicht, aber wieso allgemein. Also die Geräte dürfen nicht größer werden, ne? Das wird schwierig. Da geht er rein. So.
So, wir haben den Punkt erreicht, wo wir reparieren können. So. Das kosten 1800. Das dauert bis zum 1.11., also morgen. Das ist wie schlafen, so ähnlich. So, Hammer. 4%, 9%. Wir starten mal. Ja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt gehe ich kurz ins Haus nachher und werde nochmal 3-4 Wochen schlafen. Und dann fahren wir zum Feld, wie es aussieht. Wie der Düngestatus aussieht. Oh, das ist dunkel. Das ist hier zappendüster. Na gut, aber alles repariert. Ein bisschen Geld haben wir noch, wegen Düngerkauf und so. Und wegen Miete von Geräten. Ich möchte gerne mit Klärreste oder mit Gülle arbeiten. Ja, einmal Kettle und Kopf sich übernachten, ne? Oh, was Neues. Aber die Reparatur muss ja, lief ja halt so lange, ne? Das finde ich persönlich sehr realistisch. Also wenn es in Sekunden Sache erledigt ist, ne? Auch Reifenwechsel und so fort, ist ja, dauert ja halt eine Zeit. So, den Traktor lassen wir nicht hier drinne. Kuppeln wir mal ab. Gut, den stellen wir mal wieder rein. Ups. Den wollte ich nicht abhauen. Oh, oh. So, den wollte ich nicht abkoppeln. Ah, da waren zwei Punkte angezeigt. Ich habe eins mal genommen, was verkehrte. Den zweiten auch richtig. Ja, November. Geht Tor zu. Passt. Und ja, wenn Geld knapp werden würde, könnte ich ja theoretisch den kleineren Mercedes-Benz, den MB-Tag, den kleinen, verkaufen. In der Theorie. Wenn wirklich knapp, dann knapp werden sollte. Ne? Ansonsten, ja, schauen wir uns zurechtkommen. Weil Kredit wollte ich eigentlich nicht aufnehmen. Weil das ist ja immer ungünstig. So, kurz hier reingehen. Aus. Licht aus. Batterie schon. Ich gehe jetzt mal ins Haus. Und werde da mal. Ja, schlafen. Das macht man am besten. Ja, jedenfalls habe ich die anderen Felder mal kurz. Fertig bestellt, in Alttempo. Weil ich denke mal, das ist auch zu langweilig auf Dauer, 4-5 Folgen nur mit Schlafen, also nur mit Aussaat zu machen. Deswegen, also hier ist er. Ja. Was ist da mit dem Schatten? Schrank? Nö, normalerweise nicht. Ja, schlafen, wie lange? 10 Stunden. Das ist mir egal. Jetzt haben wir den 11. Wir nehmen mal 15 Tage. Dann fahren wir raus zum Feld, wie es aussieht. Und zwar, wenn dann schon früh. Das Herbst ist dunkel, ne? Im Norden ist ja lange dunkel, ne? 9 Uhr, wenn man sehen kann, ne? So schlafen wir. Regen ist gut für die Aussaat. Ob das kein Winter, wenn Winter ist, dann können wir nicht mehr Gärreste ausbringen. Dann müssen wir warten bis zum Frühling, wenn es ist. Oh, Sauwetter. Wenn es stimmt.
Wir haben Regen. Hier. Wahnsinn. Na, Mietze, geht er uns unter. Geht er in den Stall rein, da ist trocken. Ob da noch Stroh liegt? Nehmen wir einen anderen Track, ne? Ohne Dünger? Düngen wir natürlich auch nicht. Da wollten wir gucken. F1. Felder. Feld 1. Das sind meine vier Felder, zusammenhängend, ne? So. Ne, nicht Feld 1 nicht. Feld 3 haben wir. Hier sieht düngemäßig ganz gut aus. Sommerrocken. Dann mal Weizen. Na gut, haben wir bestimmt auch. Feld 4 ist auch gut aus. Wachstum 13. Wachstum 13. 5. Da müssen wir auf jeden Fall noch viel düngen. Von Stickstoff über Kalium. Ne? Gewaltig. Und 7 ist auch extrem. Also Kalium können wir gleich mal machen. Wir haben was hier. Weiß nicht, ob das funktioniert. Also starten wollten noch, ne? Das weiß ich nicht genau, ob der Regen jetzt gut oder schlecht ist. Für meinen Tank kann man hier nicht erkennen. Tank ist halb voll, das passt noch. So. Das ist nämlich genau Kaliumdünger. Den müssten wir da auf die beiden neuen Felder ausbringen. Das können wir gleich mal hier machen. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir das hinkriegen. Das darf ruhig ein bisschen mehr sein. Die anderen beiden Felder brauchen kein Kalium. Wir bringen mal 200 Kilogramm rauf pro Hektar. Und das schalten wir später an. So, wir fahren rein. Ich meine, normalerweise wird Dünger ja bei dem Wetter ja flüssig, ne? Und das ist dann nicht so praktisch. Mal sehen, wie es klappt. Es könnte sein, dass es noch nicht so aktiviert wurde, ne? Haben wir so rechts? Ja. Hätte auch noch einen Tag schlafen können, ne? Ja gut, wir wollten ja eigentlich sehen, wie es aussieht auf dem Feld, ob da was zu sehen ist, ob das gekeimt hat, die ersten Halme zu sehen sind. Könnte auch durchaus so sein. Vom Feld ist nicht gut, wir werden Zeug fahren, egal. Wir haben hier mit Boden, der Boden ist ja ein bisschen flexibel. Das ist dann praktisch nicht so gut, wenn wir da jetzt drauf fahren, ne? Könnte auch ein bisschen mehr Schaden anrichten als wir werden mal einen Tag schlafen. Wir fahren immer einfach in den Stall rein, einen Schuppen oder so. Einfach rein, trocknen. Weiß ja nicht genau, wie das jetzt genau hier so schon eingestellt ist. Ob das Schaden verursachen könnte oder ob das gar nichts verursachen wird, das weiß ich nicht. Das ist, bin mir da irgendwie sicherer, wenn ich mal sagen, okay, wir warten noch einfach einen Tag. Der Dünger macht anscheinend nichts aus, kam keine Meldung. So. Gut, aus. C ein. Ich warte besser weiter ab. Achso, laufen. Grunde heute nichts gegen Regen, aber wie gesagt, das ist. Könnte sein, dass es technisch nicht so praktisch läuft. So. Na, 15 Tage nicht. Ein Tag.
und 0 Stunden lang. Also das erste Mal, wo wir bei Regen aufgewacht sind, ne? Das. Aber das ist okay. Da, die Sonne lacht. Zuschauer, das sollte auch schon für heute gewesen sein. Mal ein bisschen schneller als sonst. Jo, nächste Woche. Morgen geht's doch weiter mit Düngen, ne? Denke ich mal, ne? Tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißige Reinschauen. Tschüss.